Moin Leute, Trimax hier. Erstmal vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Die 900.000 Abonnenten sind geknackt. Heute Morgen haben noch über 2.000 gefehlt. Und dann habe ich gesagt, macht das voll sofort. Der Support ist da, ihr teilt das Video. Vielen, vielen, vielen Dank. Dieses Video wird euch auch wieder richtig gut gefallen. Leute, kann man einfach einen Sub rein in der Aufnahme. Heute gibt es keinen Stream. Heute mache ich was mit meiner Freundin. Aber heute kommt einfach das dritte Video. Es ist das erste Halbfinale. Der Nico, der letzte Controller-Spieler gegen Aquexo. Auch einfach ein richtig krasser Spieler. In diesem Duell gab es den Kill des Turniers oder den Play des Turniers. Das war richtig heftig. Das nächste Halbfinale ist in der Mache und das wird eines der besten Fortnite-Videos, die ich jemals gebracht habe. Und das Finale wird auch nochmal unglaublich. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, könnt ihr auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da lassen und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Geht los. Oh, schön. Zwei Kills. Aber Aquexo konnte in der Zeit auch einen machen. Ich würde es aber auch feiern, wenn hier einfach ein Controller-Spieler gewinnt. Dass hier die absoluten Legenden dabei sind und dann, dass sich ein Controller-Spieler hier durchsetzt. Hätte auch irgendwie was, muss ich sagen. Ah, da ist der Fight. Oh, 2 zu 2. Der Gegner laggt. Ist das gut oder schlecht? Unter ihnen ist noch einer. Schön rein editiert. Alter, fantastisch. Fantastisch. Jetzt steht es wieder 3 zu 2. Oh, da geht einer down. Er muss ihn noch finishen. Oh, der kriegt er auch wieder. 4 zu 2. Aquexo hat ihn mit dem Gewehr. 3 zu 4 zu... Naja, 3 zu 3. Aber es muss halt auch... Oh, gelöscht. 5. 5 zu 3. Schön. Alter, Kopf an Kopf rennen. Alter, wenn das gleich ein Kill wird von jemandem. Oh nein! Aquexo, damit wäre es 5 zu 4. Wenn er ihn denn down bekommt. Also down ist er, er muss ihn finishen. Geht man komplett ab. Da unten ist ein Gegner. Stürzt sich komplett auf ihn. Hat den High Ground. Oh, sieht nicht gut aus für den Spieler, oder? Treffer, Treffer, Treffer. Alles down. Sehr schön. Nächster Kill. Oh, wenn er den noch kriegt. Schön den Sniper-Shot gedodged. Perfektes Zeitgefühl dafür gehabt. Oh, hat sich den Aquexo geklaut? Ja. 6 zu 5. 6 zu 5. Der Nico gegen Aquexo. Leben noch 15 Gegner. Alter, also das ist das spannendste Kopf-an-Kopf-Rennen heute überhaupt. Wir sind im Halbfinale. Beide haben 100 Euro sicher. Der Gewinner hat dann 300 Euro sicher und die Chance auf 1000 Euro. Ja, ein paar Solo gegen Squad-Runden, 1000 Euro mitnehmen, ist halt GG. Schießt. Oh, das sind einige. Schöner Hit. Wird kassiert. Er zieht sich erstmal zurück. Gut, was er hier baut. Oh mein Gott, überall Gegner ist direkt in den Vierer-Squad reingelaufen. Das war vielleicht ein bisschen zu offensiv. Fallschaden da, 35 AP. Alter, ist noch ein Gegner, wie lucky. Alter, wie spielt der? Leute, das ist ein Controller-Spieler, ne? Halt's Maul! Nee! Nee! Alter, der Squad spielt nie wieder zusammen. Die spielen nie wieder zusammen. Ich bin von allen Seiten angegriffen. Von allen Seiten. Aquexo ist auch noch mit dabei. Kann er sich hier einen Kill sneaken? Ich fasse es nicht. Eigentlich spielen sie gegeneinander. Jetzt spielen sie miteinander. Es steht 9 zu 6 für der Nico mit diesem Move. Oh mein Gott. 10 zu 6. Geht ja direkt vor ihnen. Da ist noch wieder ein anderer. Haut sich das Medi komplett durch, den hat er nicht gefunden. Schießt jetzt, da gehen einige Hits rein, er musste abbrechen, er konnte nicht weiter heilen. Oh, er ist down! Er ist down. Er ist down. 10 zu 6 für der Nico. Aquexo hat einen gedownt. Kann, Alter, wenn Aquexo das jetzt noch aufhält. Wir gucken Aquexo zu. Gucken wir automatisch, okay. Aquexo, oh, 34 HP. Hat er noch Metz? Ich glaube, er hat keine Metz. Oh, er nimmt die Metz vom Nico, nimmt er sich die. 17 HP. Überall Gegner, die sind auch nicht schlecht. Alter, er befreit sich. Zwei Seiten jetzt, das gibt's nicht. Er ist Solo gegen Squad. Ich glaube, da hinten ist ein ganzer Squad. Solo versus Squad, das ist schon gut spannend, Leute.
Er hat seinen Sniper-Shot gedodged, hat schnell geschossen, Gegner. Headshot. Aber kann er ihn finishen? Es zählt nur der Finish, wo der Spieler ist. Schön absichtlicher Headshot. Alter, das ist so nice. Oh nein, oh nein, oh nein! Schön. Oh, der wurde gekillt. Aber dadurch hat er einen Kill bekommen. Was? Kein Schuss? Nein, da geht er down. Der letzte, der noch an der Seite war, hat ihn da gesniped. Alter, was für ein Game. Damit gewinnt der Nico 10 zu 8 in der ersten Runde gegen Aquexo. 1 zu 0 damit für der Nico. Wer zuerst 2 Punkte hat, ist im großen Finale. Alter, krass. Also so sollen die Dinger aussehen. So sollen die Games aussehen. Holy shit. Was an. Die zweite Runde im ersten Halbfinale. Der Nico liegt vorn gegen Aquexo. Oh, er hat schon Schaden kassiert. Was ist denn hier los? Ugi setzt da ein. Er hat keine Waffe. Das war's. Er hat keine Waffe. Er hat eine Waffe, aber keine. Oh, was? Schöner Move. Oh. Alter, der Gegner ist gut. What? Ja, was? Aquexo gewinnt gegen der Nico. Beide 0 Kills. So kann's gehen. Oder apropos Charity-Aktion. Unterstütze einen Creator. Gebt ihr Trimax ein. Ihr könnt auch andere Leute eingeben. Aber nutzt das. Wenn ihr Fortnite spielt, tippt hier einen Creator. Ihr könnt auch zulassen, einen Creator drücken und könnt gucken, wer dabei ist. Ich haue die ersten 10.000 Euro, die für mich dabei rumkommen. Dafür müsst ihr da draußen 150.000 Euro in V-Bucks Wert ausgeben. Oder 20, also das entspricht 20 Millionen. Da gehen die ersten 10.000 an Kinderlachen. Hilfsbedürftige und kranke Kinder. Also macht das, schließt kurz den Stream, öffnet Fortnite, einmal Trimax eingeben oder einen anderen Creator. Hauptsache ihr nutzt es. Ich hab von Epic Games erfahren, dass das einige nicht nutzen. Sehr, sehr, sehr großer Teil kauft noch normale Skins, ohne da was eingegeben zu haben. Oh, die letzte Runde im ersten Halbfinale. Eben das Game, das erste Game mega spannend. Nico gegen Aquexo, ultra krank. Das zweite Game 0-0, aber Aquexo hat länger gelebt. Jetzt steht es 1-1. Der Gewinner aus diesem Killduell, Solo gegen Squad, rückt weiter ins Finale. Live feiere ich auch extrem. Oh, schön zugebaut. Schön zugebaut. So, der Nico jetzt hier im Tilted-Duell. Ein Typen hat er gedownt. 78 HP, kein Schild. Er wird von beiden Seiten angegriffen. Geht jetzt hier aggressiv rein. Genau, das war der richtige Move. Das war die einzige Möglichkeit, wie er das Ganze überleben konnte. Perfekt gemacht. Schön gebaut. Gegner, ein Grappler. Digga, warum hat er einen Grappler? Das war so geil gespielt von Nico. Ja, er hat den zweiten noch bekommen. Krass, what? 2 Kills hat er. Dann ist jetzt die Frage, kriegt Aquexo das hin, 2 Kills zu machen? Boah, ist das jetzt der Druck, ne? Es ist nicht viel. Es ist jetzt nicht so, dass Nico 8 Kills gemacht hat und Aquexo muss das Game seines Lebens haben. Er muss 2 Kills haben und ist im Finale. Oh, wir hören Gegner. Kriegt er den? Komm, 2 Kills braucht er. 2 Kills für 300 Euro, das kriegst du hin und du bist im Finale. Ja, schön editiert. Schöner Hit. Alter, da geht alles rein. Nee, 100er Prezi, Gegner keine Chance. Das ist der erste Kill. Alter, baut hier Triple Layer, als gäbe es keinen Morgen. Schön, wie er jetzt ums Haus rumläuft. Der ist down. Kriegt er den? Oh, er hat ihn noch nicht. Er hat noch einen Kill. Er kann jederzeit umgebürstet werden. Aber ja, das ist es. 3 Kills. Willkommen im Finale, Aquexo. Sehr stark. Schade, dass der Nico da tilted gegangen ist und der Gegner einen Grappler hatte. Sehr, sehr, sehr ungünstig. Kann ich mir auch vorstellen, dass er sich da auf jeden Fall ärgert. Oh, jetzt ist hier alles. Kannst jetzt machen, wie viel 90 haben. Oh, nochmal. 4 HP, moin.
Alter, der Digga, der lebt noch. Er lebt noch. Aber nicht mehr lange, oder? Nee, das sind auch gute Gegner. Alter, der baut. Das ist sauber. Überhaupt nicht in Ruhe. Down. Ganz hartnäckig. Der hat noch nicht Zeit gehabt, um nur einen Schildtrank zu trinken. Aber es reicht. Er ist im Finale. 3:2 gewinnt er gegen den Nico. So, hier sehen wir den Turnierbaum. Das war die rechte Seite vom Halbfinale. Ich kann mich mal hier ganz kurz verschieben. Jetzt sehen wir Stompy gegen Rascology.